Yo, was geht ab? Apostwelli hier und heute werden wir einen Online-Shop aus unserer Community bewerten. In die Sendung heute hat es geschafft, der Bio-Jip. Passt zur Legalisierung demnächst. Dann fangen wir mal an. So, erstmal der Name, der gefällt mir schon mal ziemlich gut. Jeder weiß natürlich, um was es geht. Ich meine, wenn man nachrecherchiert, weiß man natürlich, um was es geht, was ein Jip ist, was ein Jippet ist. So, der Bio-Jip. Was mir nicht gut gefällt, ist das Logo. Das ist ein bisschen zu crazy. Das Ganze, das sieht nicht gut aus. Ich würde das ein bisschen minimalistisch halten. Weniger Farben. Max 2 bis 3 Farben hier rein. Und dann könnte man das Branding hier verändern. Auch würde ich hier ein bisschen stärkere Schrift nehmen. Die Schrift gefällt mir ebenfalls nicht gut. Das heißt, der Part hier, das hier, das hier, das hier, die Schrift würde ich unbedingt umändern. Logo würde ich ein bisschen minimalistischer machen, Namen würde ich genauso lassen, der Name gefällt mir gut. Und der Slogan, der gefällt mir auch gut, 420 Lovers. Nachdem ich natürlich recherchiert habe, habe ich auch da gesehen, dass das ein sehr guter Insider ist. Also, hier, ja, das Titelbild ist in Ordnung, sage ich mal. So, am Design musst du halt ein bisschen arbeiten. Entweder du arbeitest selber am Design oder du gehst auf Fiverr, du suchst jemanden, der deinen Shop schön designt und alles, ich sag mal, stimmig miteinander verbindet, ja. Wenn du es selber nicht kannst und nicht lernen möchtest, halb so wild, du musst nicht alle Skills können als Online-Shop-Betreiber. Geh auf Fiverr, such jemanden, der das für dich designt und das einfach alles mal stimmig hier kreiert. Wir gehen jetzt aufs Marketing ein. So, bei einem Online-Shop ist das Branding, das Image sehr wichtig, was du nach außen verkörperst. Das hier, das passt perfekt zu deiner Zielgruppe, das heißt, du hast hier, sage ich mal, einen alternativen hier, Ringe, ja, ihr wisst, was ich meine. der passt gut zur Zielgruppe, zu einer Art der Zielgruppe. Hier, ich finde ihn ein bisschen alt für die Zielgruppe. Ich würde auf jeden Fall einen jüngeren nehmen. Der sieht ein bisschen zu seriös aus für das Image, was du nach außen verkörpern willst. Und bei dem weiß ich nicht so, ja, geht fit. Aber der sieht auch ein bisschen zu sportlich aus, meines Erachtens nach. Und der passt nicht perfekt in die Zielgruppe. Du willst einfach wirklich Mockups immer nehmen, die perfekt zur Zielgruppe passen und die genau die Leute ansprechen, die du wirklich auch als Kunden gewinnen möchtest. Der wird passen, der passt zum Image, der passt zum Branding, zu deiner Brand Identity. Passt absolut nicht. Kompletter Overkill, den du hier gelandet hast. Und den würde ich, der ist so, naja, kann man machen, muss man nicht, Typ. Genau, also ich würde die Mockups anpassen. Ich würde hier einen jüngeren nehmen, Cap und so weiter, vielleicht mit rein, dass du eine weitere Zielgruppe ansprichst. Und ja, dann könnte man den auch als Sportler drin lassen. So. Was richtig cool ist, und das sage ich jetzt mal hier für alle, was dir richtig gut gefallen wird, sind unsere Full Sets Zipper plus Oversized Jogger. Ich habe hier einen im Fitness letztens getragen. Sieht ultimativ aus, Zipper sehr, sehr schwer, 440 GSM, das heißt ein schwerer Stoff, die Jogger sind geil geschnitten. Das heißt, wir bringen jetzt beim Market Print demnächst die Zipper und die Jogger raus und die passen perfekt wie die Faust. Das ist einfach ein perfektes Ding, wenn du dann die Zipper plus Jogger oder die Full Sets für deine Nische hier anbietest. Das ist genau wie für dich, wie als hätte ich deinen Bedarf gesehen und hätte daraufhin Zipper und Jogger für dich kreiert. Die kommen diese Woche an, ich schicke die zum Shooting, also die Samples kommen an und die Ware ist schon am Produzieren, das heißt, die Ware wird nächste Woche ankommen, die Samples kommen diese Woche an, gehen zum Shooting. Parallel release ich geile Mockups mit den Produkten im Market Print circa 2 Wochen von jetzt. Da haben wir die Info auch mal geteilt. So. Nun gut, gehen wir auf die Designs. I love the green life. Guck mal, das ist so ein klassisches Print-on-Demand-Design. Ich finde es halt mal wichtig, wenn man eine Brand aufbauen will, wenn man einen Shop aufbauen will. Vielleicht bist du jetzt Anfänger und du hast noch nicht das Auge dafür, aber ich sag's dir jetzt schon mal, dass du damit arbeiten kannst. Es ist wichtig, was du nach außen verkörperst, welche Designs du auf den Markt bringst. So. Das hier ist so ein klassisches Print-on-Demand-Design. So nicht viel Design, einfach Schrift oben, Schrift unten, ein Logo in die Mitte. So. Das hier, es geht auch zu einem Print-on-Demand, aber es ist Print-on-Demand Extended. Du hast ein Design mit dabei, spielt alles zusammen. So, du hast einen Witz mit eingebaut, eine Karotte, glaube ich, mit eingebaut. So, das ist schon 2.0. Und die Sache ist die, ich habe vorhin mal in den Shop reingeschaut. Ich habe ein paar Designs gesehen, die waren richtig gut und zwar auch richtig gut designt. Das ist schon ein bisschen besser designt, sage ich mal. Aber hier, beispielsweise das Design hier, ist richtig, richtig gut. Was ich dir empfehlen würde jetzt, nachdem ich direkt mal einen ersten Eindruck davon habe, ist, dass du wahrscheinlich mehr Geld für Designer ausgeben musst oder dass du neue Designer suchen musst. So, das Design finde ich vom Aufbau richtig gut. Und das ist halt
schlecht. So, allgemein vom Design. Die Idee mag gut sein, die Umsetzung ist schlecht. Das Design sieht nicht gut aus. Da kannst du viel, viel mehr rausholen. Das finde ich halt traurig, weil das ist eine gute Idee. Und durch den Design holst du nicht das Maximum raus. Auch das ist in Ordnung. So, das ist zu basic. Schon ein bisschen besser Design. Zu basic, zu basic, zu basic, random. Das passt, ist noch in Ordnung. Ist schon ein bisschen besser designed. Das Ganze sieht ein bisschen besser aus als der Rest. Ja, also dein Hauptfehler momentan und das, was ich empfehlen würde momentan, ist, dass du auf jeden Fall andere Designer suchen solltest, beziehungsweise mehr Geld für Designer ausgeben solltest. Ich bin in einer ähnlichen Nische wie du vertreten und da gebe ich ca. 40 bis 60 Euro pro Design aus. Dafür sind halt geile Streetwear Designs, die jetzt hier auch in diese Richtung gehen. Ja, das heißt, ein bisschen umgestalten, mehr Geld in die Hand nehmen für die Designer, vielleicht eine genaue Anweisung geben und dich ein bisschen an Street-Style-Brands orientieren, dass die Designs oder Street-Style hier in dem Bereich orientieren, dass die Designs einfach mehr knallen. Ja, ich meine, du verkaufst Oversized-Hoodies, richtig, richtig geile Work-and-See-Oversized-Hoodies. Da muss ein geiles Design mit drauf, dann sieht das Ganze besser aus. Lass mich mal hier drauf schauen. Hast einen Bauchtaschenprint mit dabei? So kann man machen. Die Sache ist dies, macht es halt das Produkt unnötig teurer. Da haben wir es wahrscheinlich auch teurer gemacht. So, mein zweiter Tipp an dieser Stelle wäre auf jeden Fall, dass du mal ein bisschen an den Kosten erstmal sparst, nicht unnötig diese Kosten in Kauf nimmst und ein bisschen günstiger anbieten kannst. Mach den Bauchtaschenprint mit raus, biet's günstiger an, so. Dass du mal einfach mal ein paar Sales oder mehr Sales machst. Und das wäre mein zweiter Tipp. Mein dritter Tipp wäre auf jeden Fall, das hier umzuändern. Hier würde ich eine Startseite machen, Kleidung, Accessoires, sodass es einfach ein bisschen cleaner ist. Tragetaschen, ja. Aber wenn ich dieses Design größer sehe, ja, sieht schon nice aus, so. Sieht gut aus. So klein dargestellt, man erkennt es halt nicht, ne? Ist halt schwierig. Das ist random so und das weiß ich nicht. Ich bin kein Teil der Nische, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. So Crazy Eye Tragetasche. Keine Ahnung, womit das zusammenhängt. So, ich sehe keinen Bezug, aber ich bin auch kein Experte in dieser Branche. Den finde ich auch gut, das passt auch, ist in Ordnung. So, die beiden sind in Ordnung. Die beiden sind random, meines Erachtens nach. Ich kann mich aber auch irren. So, ich bin kein Teil der Nische. Okay, also wir haben Shirts, wir haben Hoodie, wir haben Zipper, wir haben demnächst Oversized Zipper, Oversized Jogger und ja, wir haben das Umdesign der Seite auf jeden Fall. Ich gehe ein bisschen hier weiter runter. Am Anfang von einem Online-Shop bis auf hier, guck mal, 28, 28, 28, 28 und alles liegt auf dem Boden. Das ist random. Schick's paar deiner Freunde, die sollen das anziehen. Mach schöne Bilder rein. Auch das ist Image, ja. Ich finde, du legst zu wenig Wert auf Image und Branding. Und das ist halt enorm wichtig. Auch das hier, das sieht nicht gut aus. Das muss professionell geshootet sein. Das muss was Gutes sein. Und man packt nicht einfach Bilder so hier unten rein. Das sieht auch ein bisschen random aus. Das heißt, ja, mein Tipp an dich ist, ich sehe deine Schwäche stark momentan am Design der Seite, am Design und der Designs. Und da musst du arbeiten. Jetzt geh nochmal auf deine Ideen ein. So, enjoy the view. Ja, das Problem ist, ich bin auch kein Teil der Nische jetzt, ne? Ich weiß es nicht. Sehe ich keine Emotionen? Sehe ich keine Emotionen? Sehe ich mehr Emotionen? Passt ein bisschen mehr, ist ein bisschen mehr in der Nische drin. So, ist halt hier eine Knolle mit einem Jib hier im Mund und eine Bong. So, ich weiß auch nicht. Ist halt jetzt hier eine Knolle? Ich weiß es nicht so. Ist ein bisschen random. Wenn es so random ist, muss wenigstens gut designed sein. Money and Butts, Buddies for Life. Ja, kann man bringen, wenn man es ein bisschen geiler designt. Stay in the Moment, da bist du ein bisschen Motivation irgendwie rübergegangen. Okay, auch gut, auch gut. Auch guter Spruch, Design nicht so gut. Okay, ich gebe dir jetzt meine Top-Ideen mit, also die Ideen, die ich am besten finde hier. Das finde ich am besten, das finde ich am besten, den Spruch finde ich am besten. Den Rest würde ich nicht so unterschreiben, den Rest würde ich nicht so machen. Hier haben wir die gleichen. Don't fall like dominoes, das weiß ich halt nicht, ob was das mit der Nische zu tun hat. Darum enthalte ich mich da meiner Meinung. Okay. Also, ich denke, das wird dir schon helfen. Ich denke, das ist das, was du jetzt machen musst. Am Anfang von einem Online-Shop, bevor man jetzt noch mehr ins Branding und so weiter reingeht, ist halt wichtig, dass man einen cleanen Online-Shop hat. Im zweiten Step geht es halt wirklich nur um die Designs. Klingt zwar ein bisschen langweilig jetzt an dieser Stelle, aber um 1000, 2000, 3000 Euro zu machen, brauchst du einfach nur ein paar coole Designs, ein paar Bestseller-Designs. Im weiteren Verlauf nimmst du mal ein Branding, Brand Identity und Image mit und dann wird sich das in die richtige Richtung entwickeln. Aber ja, das ist meine Meinung zu dem Online-Shop. Vielen Dank fürs Zusehen an dieser Stelle.
Das sind die Maßnahmen, die ich dir empfehlen würde. Und wenn du jetzt auch einen Online-Shop-Review willst, vielleicht deine Brand angefangen hast, vielleicht schon sehr, sehr erfolgreich bist, schreib mir einfach deinen Online-Shop auf Instagram durch und ich bewerte ihn für dich. Also, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.